Hallo, herzlich willkommen in Klimis Whisky-Ecke. Ich möchte heute ein bisschen was erzählen über die Lagerung des Whiskys und wie er zu seinem Geschmack und zu seiner Farbe kommt. Und zum Finishen möchte ich noch ein bisschen was erzählen zum Woodmanagement. Ja, wenn der Whisky gebrannt wurde, beziehungsweise wenn ich einen Feinbrand habe, den man ja am Anfang New Make nennt, dann wird er runter reduziert auf die Fassstärke von 63,5 Volumenprozent Alkohol und kommt dann so in Ex-Bourbon-Fässer. Warum Ex-Bourbon-Fässer? Ex-Bourbon-Fässer sind die Fässer, die am häufigsten oder auch in Masse zur Verfügung stehen. Und warum ist das so? Weil Ex-Bourbon-Fässer in Amerika nur 2 bis 3 Jahre verwendet werden und anschließend nicht wiederverwendet werden dürfen. Das heißt, wenn einmal ein Bourbon-Fass entleert wurde, darf da nicht nochmal Bourbon rein. Ist zwar schwachsinnig, aber ich denke, da hat die Holzindustrie ein großes Wörtchen mitzureden und deshalb ist das halt einfach so. Gut für die Schotten, denn die benutzen diese Ex-Bourbon-Fässer, um dann ihren Whisky da rein abzufüllen. Warum kann ich in ein europäisches Weinfass keinen Whisky einfüllen und ihn darin lagern? Ganz einfach, weil das europäische Eichenfass im Unterschied zum amerikanischen Weißeichenfass eine andere Struktur hat. Also das Holz hat eine andere Struktur und nicht nur, dass es eine andere Struktur hat und die europäische Eiche auch 100 Jahre länger wachsen muss, bevor sie in Anführungszeichen geerntet werden darf und dann als Fass verarbeitet wird, sondern in der europäischen Eiche sind viel mehr Tannine, also Bitterstoffe. Und wenn ich jetzt einen Whisky ausschließlich in einem europäischen Eichenfass lagern würde, dann könnte ich den im Prinzip, ja, ich könnte den gar nicht trinken. Der wäre ja viel zu bitter, würde also nicht schmecken. Also was machen die Destillerien? Sie füllen ihren Whisky in Ex-Bourbon-Fässer. Amerikanische Weißeiche ist da viel angenehmer. Wird auch nach 70 Jahren, kann die schon verwendet werden. Können also dann schon aus der Weißeiche die Fässer produziert werden. Und dann wird darin halt eben, diese Fässer kommen dann aus Amerika. Früher wurden die zerlegt. Wurden einfach, dass man die Lagerräume in den Schiffen besser ausnutzen konnte, wurden die halt zerlegt und kamen dann zerlegt nach Schottland und wurden in Schottland wieder zusammengebaut, meistens sogar mit 2, 3 Dauben mehr sozusagen. Das halt eben aus dem amerikanischen Standardfass, das 200 Liter Fassungsvermögen hat, das sogenannte Hogshead wurde mit 250 Liter Fassungsvermögen. Wie viele Dauben mehr das jetzt waren, weiß ich jetzt nicht genau, ob das 2, 3 Dauben mehr waren oder wie viele Dauben das sind, aber auf jeden Fall wurde es so gemacht und es entstand also so, oder so entstehen also diese Hogshead-Fässer mit 250 Litern Fassungsvermögen. Die werden dann, bevor sie zusammen, endgültig zusammengebaut werden, werden die nochmal thermisch behandelt, also ausgeflammt. Dadurch werden sie sozusagen wieder reaktiviert und dann kommen neue Deckel und Böden drauf und dann kam das New Make da rein oder der New Make da rein und wird dann halt eben eingelagert. Und das wäre so der erste Schritt sozusagen. Ja, dann passiert was im Fass. Ursprünglich hatte der Whisky eine neutrale Farbe, keinen neutralen Geschmack. Aber beziehungsweise das New Make hatte ursprünglich, oder der New Make hatte ursprünglich eine neutrale Farbe, wie ein klarer Schnaps sozusagen, und wurde ins Fass gefüllt. Im Fass passieren jetzt 3 Reifeprozesse, die subtraktive, die additive und die interaktive Reifung. Bei der subtraktiven Reifung wird dem Feinbrand der raue metallische Charakter entzogen durch das Fass, was einen katalytischen Charakter hat, auch mit dieser Holzkohleschicht, die ja wie ein Katalysator wirkt. Und dieser Entzug dieser metallischen Bestandteile des Whiskys und diesem rauen Charakter, der dauert in der Regel 8 Jahre und deswegen ist es auch seltenst der Fall, dass ein Whisky unter 8 Jahren dann in die Flasche gefüllt wird, weil es halt einfach so lange dauert, bis er nicht mehr diese metallische Jugend aufweist sozusagen. Dann kommt die additive Reifung. Bei der additiven Reifung ist es so, dass das Fass jetzt wiederum seine Geschmacksträger an den Whisky abgibt. Also die amerikanische Eiche gibt Süße- und Vanillenoten ab an den Whisky und natürlich gibt der Bourbon-Geschmack ab an den Whisky. So kriegt also der Whisky dann letzten Endes seine Farbe durch das Fass und durch den zum Beispiel Bourbon, der da vorher drin war.
Und im letzten Reifeprozess der interaktiven Reifung passiert dann ein Austausch zwischen Whisky und Fass. Und so entsteht sozusagen der komplexe Charakter des Whiskys, in dem sich halt eben Whisky und Fass immer wieder miteinander austauschen sozusagen. Und natürlich die Dauben der Fässer immer weiter ausgelaugt werden durch den Whisky, immer mehr Geschmack entzogen wird aus dem Fass, je nachdem, wie lange halt eben gelagert wird. Wobei auch da irgendwo eine Obergrenze ist, denn irgendwann ist so eine Fassdaube ausgelaugt und dementsprechend muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass jetzt ein Whisky, der 50 Jahre im Fass gelagert war, besser schmeckt als ein Whisky, der 15 Jahre im Fass war. Also der älteste Whisky, den ich je getrunken habe, war ein 50-jähriger irischer Whisky, ein Napagü. Und 50 Jahre war der, ja. Und von dem habe ich mir auch viel mehr versprochen, also von diesen 50 Jahren. Aber hätte ich den blind verkostet, hätte ich den vielleicht, was weiß ich, auf 12 Jahre geschätzt oder so. Also da habe ich jetzt nicht so, hat es mich nicht so aus den Schuhen gekloppt, als ich erwartet hätte. Das ist dann halt eben auch, glaube ich, die Kunst, dass man im richtigen Moment auch einen Whisky wieder aus dem Fass rausnimmt. Nämlich dann, wenn er halt eben ja komplex ist. Und je nachdem, was ich für einen Charakter haben möchte, muss ich das dann halt als Masterblend entscheiden, mit welchen anderen Whiskys meiner Destillerie ich ihn halt eben vermische oder in welchen Fässern ihn ich halt eben dann nochmal nachreifen lasse, was dann sozusagen der Finishing-Charakter ist. Beim Finishen ist es so, dass man einfach einen Bourbon gelagerten Whisky nimmt und lagert ihn nochmal um, also füllt ihn nochmal um in ehemalige, zum Beispiel Sherry-Fässer, die werden sehr gern genommen. Sherry ist ein spanischer Starkwein mit, ich glaube, so um die 15% Alkohol und diese leeren Sherry-Fässer aus Europa, was ja europäische Eiche ist, die werden dann verwendet, um da den Whisky nochmal einzufüllen. Und dann gibt natürlich der Sherry dann nochmal Geschmack und Farbe an den Whisky ab. Und natürlich auch das europäische Eichenfass, was jetzt aber viel mehr Tannine, also Bitterstoffe, enthält als die amerikanische Weißeiche. Deswegen wird es auch relativ selten gemacht, dass man einen Whisky nur in Sherry-Fässern lagert, weil ich sonst den kompletten Brennereicharakter sozusagen übertünche durch den Sherry. Da können aber auch gute Sachen rauskommen, wie zum Beispiel bei Glendronach, die teilweise nur in Sherry-Fässern lagern. Und das ist halt eben dann wenig Brennereicharakter, aber wer halt eben auf Sherry steht, der steht dann zum Beispiel auch auf Glendronach, so wie ich. Die Problematik, die aber jetzt entsteht, bei der Nachreifung oder die in den letzten Jahren entstanden ist, ist eine ganz andere. Denn natürlich ist es so, wenn jahrzehntelang ein Sherry in einem Eichenfass eingelagert war, dann hat natürlich der Sherry relativ viel von dem Eichenaroma schon übernommen. Das heißt, das Eichenfass ist relativ ausgelutscht, sind nicht mehr so viel Tannine drin, die sind alle in den Sherry gewandert. Sodass, wenn ich dann einen Whisky in ein Sherryfass, in ein altes Sherryfass einfülle, wo früher also jahrzehntelang vielleicht ein Sherry drin gelagert war, kriege ich viel Sherry-Geschmack in den Whisky, aber wenig von den bitteren Tanninen, von der bitteren Eichennote. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde in Schottland und in England relativ viel Sherry getrunken. Das hat aber in den 80er Jahren massiv nachgelassen, in den 80er Jahren unseres Jahrhunderts. Und ja, was jetzt der Fall ist, ist halt eben, dass die Bodegas, die früher Sherry gelagert haben, da Sherry keine große Nachfrage mehr hat, oder nicht mehr so eine große Nachfrage wie früher, dass die teilweise Fässer befüllen, also aufladen mit Sherry, wieder entleeren und die dann nach Schottland füllen. Natürlich war da nicht so lange drin Sherry drin wie früher. Also der wird relativ kurz, vielleicht 2 oder 3 Jahre mit Sherry aufgeladen sozusagen, wird das Fass mit Sherry. Dann kommt der Sherry raus, wieder ein anderes Fass, wieder aufgeladen, dann kommt er da wieder raus und wenn er nichts mehr ist, wird er entweder weggeschüttet oder zu Essig verarbeitet. Und dann ist es aber so, dass ich nicht mehr diese extrem alten Sherryfässer habe, sondern junge Fässer. Und die geben natürlich auch wieder mehr Bitterstoffe dann an den Whisky ab. Sodass, sodass es fraglich ist, ob die jetzt gelagerten
Sherry-lastigen Whiskys noch den gleichen guten, sage ich mal, Grundcharakter haben, wie sie ihn früher hatten. Durch die, ja, durch die Fasslagerung halt eben. Um das so ein bisschen zu umgehen, ist man jetzt schon wieder auf einem anderen Trip. Man weiß natürlich, dass dass die Fässer, die nur aufgeladen wurden mit Sherry und die nicht lange Sherry beinhaltet haben, dass die halt eben so viel Bitterstoffe abgeben. Deswegen macht man es jetzt halt so, dass man Weißeichenfässer nimmt und die halt eben mit Sherry, Entschuldigung, mit Sherry auflädt, sodass halt eben sodass man halt eben dieses Thema mit diesen europäischen Sherry-Fässern umgeht, um halt eben diese Bitterstoffe draußen zu haben, diese Tannine. Ja, natürlich wird nicht nur Sherry verwendet zum Finishen. Also es werden ganz viele andere, ja, es gibt verschiedene Sherry-Arten, die man verwenden kann. Amontillado, Oloroso, Pedro Ximénez, verschiedene Portweine, verschiedene andere, vielleicht ja, auch Rumarten oder Rumsorten werden verwendet zum Nachreifen. Und da ist sozusagen der Fantasie der Destillerien sind da keine Grenzen gesetzt, aber letzten Endes entscheidet dann der Verbraucher doch, was ihm am besten schmeckt. Und ja, im Prinzip kann man sagen, die am häufigsten vorkommenden Finishing-Arten sind halt eben Sherry oder halt eben Port-Finish. Dalmore King Alexander zum Beispiel finisht in, glaube ich, sechs verschiedenen Fässern nach. Also der reift in sechs verschiedenen Fässern dann, nachdem er hauptsächlich im Bourbon-Fass war. Dann gibt es also Double Wood oder Triple Wood, hier wie bei Laphroaig, Finishing-Methoden. Also da lassen sich die Destillerien doch immer wieder neue Dinge einfallen, um den Genießern da den bestmöglichen Geschmack zu bieten. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.